Es ist schön, dass du angerufen hast, Nikolas. Meine Frau macht gerade was zu essen. Willst du nicht zu essen bleiben? Nein, danke, ich bin doch noch nicht mal richtig angekommen. Hast du mit deinem Vater gesprochen? Ja, habe ich. Er reagiert aber nicht. Du hast gar nicht mit deinem Vater gesprochen, wie ich es mir gedacht habe. Aber ich bin wegen was ganz anderem hier. Sie haben meine Mutter gut gekannt. Ja, das habe ich. Sie wissen vielleicht, warum meine Mutter eine Bibel in ihrem Nachttisch hatte? Vielleicht ist es ja die Bibel ihres Vaters. Oder die satanistische Bibel. Gibt's by the way wirklich? Habe ich vor ein paar Tagen herausgefunden, dass es so ein Buch gibt, welches sich so nennt. Ihr Name steht da drin. Nikolas, meine Mutter hat seit dem Tod ihrer Eltern nicht mehr an Gott geglaubt. Ja, das weiß ich. Aber warum steht der Name meiner Mutter in dieser Bibel? Vor einigen Jahren hat sich deine Mutter taufen lassen. Was? Das glaube ich nicht. Doch, sie wachte eines Morgens auf, kam zu mir und sie kam zu dem Entschluss, dass sie sich taufen lassen wollte. Ich habe es erst auch nicht verstanden, aber anscheinend ist etwas passiert, was sie dazu getrieben hat. Getrieben? Das klingt ja, als wäre sie dazu gezwungen worden. Das glaube ich nicht. Vor einigen Jahren ist eine alte Schulfreundin von ihr verstorben. Sie waren sehr gut befreundet. Ich denke, dass sie damit zusammen, dass es damit zusammenhing. Aber das ist doch schon länger her. Da gibt es bestimmt noch einen anderen Grund. Hast du die Bibel mit? Ja, habe ich hier. Vielleicht hat deine Mutter irgendetwas in der Bibel hinterlassen. Hinterlassen? Ja, möglicherweise. Moment. Was ist? Hier hinten im Einband ist etwas, sieht aus wie ein Zettel oder ein Brief. Es ist ein Zettel. Was steht drauf? Schau durch die unsichtbaren Wände zu ihm hin, denn sein Leben lang nur drauf, der sein Leben lang nur draußen steht. Seine Richtung sollst du sehen, wenn im Winter er keine Blätter trägt. Was soll das? Klingt wie ein Rätsel. Ein Rätsel? Aber wozu? Warum versteckt es die Zettel in einer Bibel? Vielleicht, weil sie wusste, dass ich die Bibel finde, sie in die Hand nehmen würde und so am besten auf das Rätsel stoßen würde. Aber was meint sie damit? Warum sollte deine Mutter nach ihrem Tod das hier in ihrer Bibel hinterlassen? Vielleicht will sie mich auf etwas hinweisen, aber auf was? Nikolas. Nikolas. Nikolas! Ich muss los. Ich habe noch einiges zu erledigen. Danke dir für deine Hilfe. Ja, gern geschehen, aber... Das ist nett, aber ich habe wirklich keinen Hunger. Nein, ich habe noch etwas für dich. Dein Vater gab es mir. Er meinte, er wüsste, was damit zu tun ist. Und ich denke, jetzt weiß ich es auch. Was mag das wohl sein? Ah ja. Ich meine, was soll schon passieren? So, im Film Psycho, da ist ja auch nichts passiert. Als die da unter der Dusche stand. So, geh nass. Wir wollen dann mal. Meine, was soll schon passieren? Das ist ja mein Haus. Es kann ja gar nichts passieren. Habe ich mich wohl gehört. Was denn? Hör auf, in Rätseln zu sprechen und mir dadurch Angst zu machen. Bin ganz schön geschafft. Ja, ich bin ganz schön geschafft. Verrückt, wie hier zu sein. Ja, ganz echt. Alles hier ist verrückt. Was soll dieses Rätsel bedeuten? Schau durch die unsichtbaren Wände zu ihm hin, der sein Leben lang nur draußen steht. In seine Richtung sollst du sehen, wenn im Blitter er keine Blätter trägt. Was meinte sie damit? Ich schaue mich noch ein bisschen um. Vielleicht fällt mir ja noch eine Lösung ein. Vielleicht der Baum. Das heißt, es ist denn wirklich nicht sehr schwer.
eigentlich. Na, ich rufe nochmal Pastor an. Vielleicht kann er mir helfen. Pastor! Lol. Was sieht er jetzt wirklich? Hallo, Pastor. Brauche Ihre Hilfe. Hier spricht Pastor Kelligan. Ja, hallo Nicholas. Hier ist Thomas. Hören Sie, ich habe es mir nochmal anders überlegt. Ich würde doch gerne etwas essen. Ach, geht er denn wirklich immer zum Pastor? Das ist ein schöner Bug. Es ist schön, dass du mich... Oh Mann. Man stellt sich das vor, das eigene Ich taucht dann auf einmal nochmal vor einen auf, nur komplett nackig. Währenddessen man das gleiche Gespräch nochmal erlebt. Okay, gut. Das sollte wohl nicht so sein. Ich hoffe, ich habe das Spiel jetzt nicht kaputt gemacht. Also, schöner Fehler. Eigentlich nicht. Das sollte nicht passieren. Gut, mal schauen, wo wir jetzt auftauchen. Rein theoretisch müsste jetzt die Du-Szene wieder gehen. Eigentlich. Mal schauen. Was passiert jetzt? Das Spiel stürzt ab. Game over. Scheint gerade wirklich nichts zu passieren. Okay. Ja, ich hatte mich gerade bewegt, das hat man vielleicht gehört. Unterhose, heißt das Kapitel. Okay. Dann heißt es wohl so. Ey, kannst du mal dieses Haus neu einrichten? Es regnet im Ström, da gehe ich nicht raus. Ja, aber wie sollen wir dann den Baum begutachten? Hä? Hier liegt ein Schlüssel. Der Schlüssel von Nicholas, der gehörte meiner Mutter. Papa hat den Schlüssel Nicholas gegeben. Ich soll ihn bekommen, aber wofür ist er? Ich wüsste da etwas. Holy shit. I don't give a fuck. Speicher erstmal ab. Hallo? Hallo? Na, wie geht's Ihnen? Wer es ja auch immer sind. Hallo, wer ist denn da? Na, seltsam. Wird sie wohl verwählt haben, aber um diese Uhrzeit. Wie spät ist es eigentlich? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es schon 2 Uhr in der Früh. Mann ey, ich hoffe, das ist ein Safe Room. Ich will gar nicht rumlaufen, wenn ich mir gerade was überlege, wie es weitergehen könnte. Sonst wäre ich in meinem Gedankenprozess gestört mit irgendeinem Jumpscare und darauf habe ich gerade keinen Bock. Was könnte denn sein? Es gab eigentlich nichts, wo wir noch was öffnen konnten in dem Haus. Also nichts, woran ich mich gerade erinnere. Nur diese Schublade da. Schauen wir nochmal beim Vater. Ich denke, lass den Vater in Ruhe, es ist ja schon spät. Er ist im Koma, er merkt es überhaupt nicht. Oh Mann, ich bin echt eine Leuchte, wa? Die Tür ist jetzt geöffnet. Oh mein Gott, ein umgekippter Stuhl! Mutters altes Arbeitszimmer. Er hat sie ihre ganzen Romane und Gedichte geschrieben, aber die ganzen Bücher sind weg. Vater hat sie wahrscheinlich in der Garage verstaut. Ob ich irgendetwas Interessantes finde, finden wir es heraus. Ein paar alte Bücher meiner Mutter und einige Enzyklopädien. Enzyklopädien, oho! Eine normale Stehlampe.
Da ist der Baum, der im Winter keine Blätter trägt. Und da war eine mysteriöse Gestalt, die mit dem Blitz auftaucht. Habe ich gerade wirklich gesehen? Wahrscheinlich nur ein Streuner, ich werde trotzdem mal einen Blick rauswerfen. Nein! Bist du behindert? Es geht und geht schon immer fort und kommt immer noch kein Schritt vom Ort. Der letzte Satz eines neuen Romans, ich habe ihn noch nicht gelesen. Mutter hat ihn vor ihrem Tod beendet. Vielleicht hat sie tatsächlich Selbstmord begangen. Ach, hier hat sie Selbstmord begangen. Na toll, der umgekippte Stuhl. Ja. Das sind habe ich ja oft rumgeturnt, als Mutter ihre Romane geschrieben hat. Der Mülleimer ist leer. Blumen nicht gegossen. Ich werde abspeichern. Es ist mir scheißegal, was die Leute hier denken, die mir zugucken. Ich werde abspeichern und mal auf die Uhr schauen. Okay. Wir machen noch 10 Minuten ungefähr. Es regnet in Strömen. Aber du willst doch nach draußen gucken. Hä, bist du behindert? Ich mag's nicht überhaupt, durch dieses Haus zu laufen. Es schafft irgendwie eine Atmosphäre, die mir nicht gefällt. Viel anders bei The Apartment. Schauen wir nochmal nach draußen. Weil er wollte ja nach draußen schauen. Der gute Streuner. Vielleicht passiert noch ein bisschen mehr mit ihm. Je nachdem, wie lange wir hier draußen sind und gucken. Ich glaube doch nicht. Hab gerade irgendwie den Anhaltspunkt verpasst. Er wollte nach draußen gucken. Moment, können wir unsere Tasche vielleicht irgendwie öffnen? Natürlich nicht. Na, viele Möglichkeiten haben wir gerade eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Ich schaue mich eben noch mal um. Aber ich sehe gerade nicht, was wir noch tun können. Nee, anrufen tue ich jetzt niemanden. Hä? Wahrscheinlich müssen wir doch nochmal gucken im Zimmer. Vielleicht haben wir irgendwas doch übersehen. Es geht und geht schon immer fort und kommt doch kein Schritt vom Ort. Wahrscheinlich der Streuner. Ich check's nicht. Jetzt kommt ja wieder der Blitz und dann kommt da diese dämliche Gestalt. Und das war's, weil dann kein Blitz mehr kommt. Nach draußen bin er nicht. Mir fällt gerade nicht ein, was wir noch tun könnten.
Vielleicht mache ich dann doch für heute Schluss. Gibt ja nicht viele Möglichkeiten, die wir hier haben. Aber ich glaube, ich habe dann wirklich nicht lange aufgenommen. Ja, dann mal einen kurzen Cut. Ja. Also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Wirklich gar keine. Und bevor ich jetzt lange ins Graue rate, ich habe so lange aufgenommen, dass man drei Parts hochladen kann. Ja, werde ich jetzt erstmal beenden. Und dann schauen wir mal weiter fürs nächste Mal. Dann danke ich erstmal, was ihr bis hierhin geschaut habt. Das ist ein recht interessantes Spiel. Wir werden mal sehen, wie das noch ausartet. Ich wünsche euch erstmal was. Schönen Tag noch, schönes Osterfest oder was auch immer. Je nachdem, wann ihr dieses Video jetzt seht. Und dann hören wir uns in der nächsten Aufnahmesession von Traumfänger. Macht's gut, Nachbarn. Wir hören uns.